TAG. Ich bin Selina, ich bin im dritten Lehrjahr zur Industriekauffrau und den Beruf stelle ich euch in den folgenden Videos vor. Und ich bin der Tom, auch 19 Jahre, auch im dritten Lehrjahr, aber zum Mechatroniker und den Beruf zeige ich euch heute ein bisschen näher. So, herzlich willkommen bei uns in der Fertigung bei der ULTAG hier in Löbau. Wir bauen hier bei uns im Haus Absaug- und Filteranlagen für alle in der Industrie entstehenden Schadstoffe, egal ob beim Schweißen, beim Löten, beim 3D-Druck, wir haben die passende Lösung dafür. Und jetzt habt ihr schon gesehen, was sozusagen eine Aufgabe eines Mechatronikers hier ist. Man lernt da unter anderem das Verdrahten nach Stromlaufplan, das Anschließen von pneumatischen Leitungen und Schläuchen und allgemein die Fehlersuche, Instandhaltung und Inbetriebnahme von Geräten gehören hier zu meinem Aufgabenfeld. Bei der Auswahl an Schrauben behältst du den Überblick. Das gehört auch zu meinen Aufgaben bei der ULTAG, Metallbearbeitung. Die Ausbildung zum Mechatroniker dauert 3,5 Jahre, wobei es sich hier um ein duales Ausbildungssystem handelt. Wir sind einerseits in Dresden und einerseits hier im Betrieb, wo wir unsere praktischen Fähigkeiten erlernen. In Dresden haben wir ganz normal die Berufsschule für Elektrotechnik und die überbetrieblichen Kurse haben wir in der Dresden Chip Academy, wo wir halt dann alles das lernen, wofür im Betrieb keine Zeit oder keine Möglichkeit besteht, beispielsweise SPS-Programmierung. Und in Dresden haben wir auch eine Firmenwohnung, wo alle Azubis sozusagen untergebracht sind in der Zeit, wo man in Dresden ist, von Montag bis Freitag. Das heißt, wir können da kostenlos wohnen. In der Ausbildung zur Industriekauffrau bin ich hauptsächlich im Büro tätig. Ausbildungsbereiche ist zum Beispiel das Personal, der Einkauf, der Vertrieb, aber auch das Rechnungswesen. Aufgaben sind zum Beispiel von mir die Erstellung von Angeboten, Versenden von Auftragsbestätigungen, wenn ein Kunde was bei uns bestellt hat, aber auch das Telefonieren und ja, technische Auskunft über unsere Produkte zu geben. Die Ausbildungsdauer der Industriekauffrau beträgt 3 Jahre. Ein Teil seid ihr in der Berufsschule, das ist das BSZ in Löbau. Da seid ihr 6-mal für jeweils 2 Wochen in der Schule. Und der andere Teil seid ihr dann im Betrieb, also hier bei der ULTAG. Auch in der Mittagspause hat man bei der ULTAG die Chance, sich abzureagieren. Einmal im Jahr findet ein Azubi-Teamtag statt mit allen Auszubildenden, Azubis und den Chefs. Liebe Schüler und Schülerinnen, wir hoffen, ihr konntet einen kleinen Einblick in unser Unternehmen, in die ULTAG gewinnen
Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit bei uns melden. Unsere Kontaktdaten findet ihr entweder in unserem Angebot oder auf unserer Homepage. Wir freuen uns auf euch!